Nach Berichten unserer Zeitung zur massiven Kritik von Ärzten an der Verpflegung und der medizinischen Versorgung der Flüchtlinge auf dem Stegskopf haben Vertreter des Landes zu einer Pressekonferenz eingeladen. Schwierig ist offenbar unter anderem die Verpflegung von erkrankten Flüchtlingen mit entsprechender Schon- oder Diätkost. Dr. Klaus Kohlhaas ist Arzt in der Aufnahmeeinrichtung. Es gibt Kritik aus der Ärzteschaft an der Versorgung hier auf dem Stegskopf. Zum einen, was die Lebensmittelversorgung angeht, vor allen Dingen Schonkost, Diätkost. Wie sieht die Situation nach Ihrer Einschätzung aus? Wir haben uns dazu in einer Gruppe zusammengesetzt. Am Freitag haben das Thema hier diskutiert und wir waren unterschiedlicher Meinung zu diesem Thema und haben das natürlich entsprechend diskutiert. Ja. Aber letztendlich halt hier zu schauen, halt, dass man sagt, halt, es müssen hier besondere Vorkommnisse halt erfüllt werden, damit wir diesen Patienten halt hier gut versorgen können, lag nicht vor. Wir haben ganz klar festgelegt, wenn dieser Patient sich verschlechtert, was bei einer Hepatitis A in Einzelfällen mal passieren kann, dann ist er halt in so einer Einrichtung halt nicht mehr, im Prinzip ist hier nicht mehr sein Aufenthalt, sondern dann muss er krankenhausmäßig, muss er entsprechend versorgt werden. Jetzt wurde auch Kritik daran geäußert, was die Kooperativität des Caterers angeht. Wie kooperativ erleben Sie den Caterer, was sowas angeht? Kann ich nichts zu sagen, weil ich letztendlich halt nur hier alle 14 Tage meinen Dienst erlebe halt. Von der Seite her muss man sicherlich mit solchen Gruppen muss man leben, aber das ist auch in anderen AFAs auch nicht anders. Wir haben das von Trier, wir kennen das von Ingelheim, dass es halt hier entsprechende Gespräche geben muss halt, ja, dass auch Caterer wechseln halt von der Seite her. Man muss sicherlich schauen, dass es halt eine qualitativ gut zusammengesetzte Ernährung halt für die Flüchtlinge halt hier vor Ort vorhanden ist, ja. Jetzt soll es Veränderungen geben, was die Medikamentenausgabe angeht. Da hieß es, da wäre ein Konzept quasi im Schweinsgalopp jetzt vom Land den Ärzten aufgestülpt worden. Ist das so oder sieht die Situation anders aus? Es war sicherlich am Anfang diese Dynamik der Entwicklung, die in dieser Entwicklung hineingetragen wurde, die etwas problematisch war, wo wir aber auch in Gesprächen mit dem ADD letztendlich hier die Dynamik schon herausnehmen konnten, auch schon vor dem Interview und vor letztendlich dieser Zeitungsveröffentlichung halt. Also von der Seite her waren hier schon klärende Gespräche, haben stattgefunden. Wie gesagt, wir setzen uns für ein gutes Praxis-Softwareprogramm ein, wo viele von diesen Fragestellungen viel leichter zu klären wären.